Was ist, wenn ich euch sage, dass wir wieder kostenlose Gegenstände bekommen und die ihr in 30 Minuten nur freischalten könnt, Freunde? Eine Spitzhacke plus ein Sticker und wir haben noch geheime Räume bei Covert Cavern gefunden, werden diese entdeckt und ich werde sie euch zeigen. Dann bekommen wir auch noch ein neues Fahrzeug und morgen ist ein neues Update. Das ist unglaublich, dieses Video. Bleibt bis zum Ende dran. Sehr, sehr spannend gewesen. Hier geht auch ein bisschen länger. Benutzt den Creator Code 7. Creator Code 7. Löst ihn jetzt ein, dann bist du kein Schwein. Und schaffen wir wieder 1889 Likes, denn dann bekommt ihr einen Vollbart, wenn ihr erwachsen seid und seht nicht aus wie ich. Wir gehen right into the video. So, wir fangen erstmal ganz entspannt an. Habe ich noch ein richtig cooles Video gesehen. Eigentlich lustig, finde ich. Und zwar ist die Zone zum ersten Mal horizontal. Eigentlich ist die Zone ja vertikal. Aber hier bei diesem Video seht ihr irgendwie, dass die Zone über eurem Kopf ist. Habe ich so noch nie gesehen. Gebt euch das mal. Wenn er jetzt hochspringt, dann verliert er einfach Leben, Leute. Die Zone ist einfach über dem sein Kopf. Also was da wieder schief läuft bei Fortnite, weiß ich nicht. Und wir haben hier einen Klombo, der unter Wasser ist, Leute. Tatsächlich, Klombo ist hier unter Wasser gegangen und hat eine Tauchpartie gemacht. Ich glaube, dass Klombos unter Wasser tauchen bzw. atmen können, weil ansonsten wäre das Klombo tot. Guck mal, der ist einfach unter Wasser. Das ist kein Fake oder so. Das ist ein Screenshot aus dem Game und ist real. Jetzt zeige ich euch noch kurz ein paar richtig coole Orte bei Covert Cavern. Okay, wir kommen jetzt zum ersten geheimen Spot. Und hier sehen wir nämlich den Bohrer. Und wenn wir den jetzt zum Beispiel anhitten, passiert gar nichts, Leute. Aber wir haben die Reifen und wir können jetzt nach da hinten, um zu schauen, was sich dort hinten befindet und ob das wirklich ein Bohrer ist. Wir schauen jetzt einfach mal und werfen die Reifen dagegen. 3, 2, 1. So, let's go. Und zack, das Ganze ist weggeglitscht worden. Und ihr seht jetzt, Freunde, der Bohrer ist weg und wir können hier hinten einfach rein, okay? Was wir hier erkennen können, ist, dass der Bohrer sich in diese Richtung bohrt, okay? Also nicht nach unten, sondern geradeaus. Und wenn wir mal jetzt auf die Map schauen, geradeaus befindet sich ungefähr hier, okay? Und wo ich hier gerade hingepinkt habe, ist nämlich die andere kleine IO-Basis. Und vielleicht bauen die einen Tunnel, um da hinzukommen. Weiß ich jetzt nicht, ob das Ganze stimmt, aber das ist zum Beispiel ein kleines Secret von der IO Covert Cavern hier. Hier möchte ich euch ein kleines weiteres Secret zeigen. Diejenigen, die zum Beispiel Soundeffekte visualisieren anhaben, das Ganze könnt ihr hier anmachen, indem ihr auf die Soundeinstellungen geht und dann Soundeffekte visualisieren andrückt. Denn dann seht ihr in einem Kreis, wo zum Beispiel sich Kisten befinden, ihr seht gegnerische Schritte und das empfehle ich euch zu 100%, dass ihr das Ganze aktiviert, okay? Nicht nur wegen den Kisten, sondern auch damit ihr wirklich die Gegner sehen tut, wo sie sich befinden. So, wenn wir jetzt nämlich hier reinkommen von der Covert Cavern, hier nach rechts gehen und dann diese Dinger hier kaputt machen und wir nochmal nach rechts gehen, sehen wir eine IO-Kiste und manchmal ist da richtig guter Loot drin und das ist auch ein kleines Secret, was ich euch zeigen wollte. Das waren auf jeden Fall die paar kleinen Secret Spots hier bei Covert Cavern. Und ich werde euch jetzt erstmal sagen, was wir alles noch diese Season und Chapter bekommen. Es sind sehr viele Sachen. Also, erstens einen Panzer, zweitens taktische Sprinten, beziehungsweise eine neue Art vom Sprinten. Wir bekommen ein neues Schild-Item, beziehungsweise auch eine neue Lebensanzeige. Wir haben ja unser Green Life, unser Blue Life und wir bekommen nochmal was oben setzlich drauf. Was richtig geil ist, wir bekommen etwas zum Klettern, Leute. Wie geil ist das denn? Stellt euch mal vor, Klettern in Fortnite, das würde das Game nochmal ein bisschen revolutionieren und das wäre eine andere Art, sich fortzubewegen. Wir bekommen auch noch eine neue mythische Thermal-AR. Ein paar Leute haben geschrieben, was ist denn eine Thermal-AR? Also Leute, eine mythische Waffe, wisst ihr, was das ist? Das bekommt man meistens von einem NPC oder einem Boss. Und Thermal ist eine Scoped-Waffe, so ähnlich wie eine Sniper, würde ich behaupten. Und alles, was ihr seht, wenn ihr reinscoped, ist schwarz-weiß und die Leute werden in Rot dargestellt. Das ist ein Thermal, wisst ihr. Ihr könnt dann auch durch Wände schauen zum Beispiel. Und das Ganze soll eine AR werden. So wie eine MK7 ungefähr, nur in Thermal. Und dann bekommen wir noch
Fahrzeugmods, die wir an Fahrzeugen anbringen können. Wie zum Beispiel eine Rüstung am Fahrzeug, wie bei GTA. Da kann man ja auch Rüstung an ein Fahrzeug reinmachen oder hinmachen, damit das Auto nicht so schnell explodiert. Das kann man einmal machen und man kann auch noch einen Waffenturm dorthin machen. Denn wir hatten ja in der letzten Season in einigen Städten diese Waffentürme, wo man draufgehen konnte und dann zu schießen konnte. Ich blende es euch einfach mal ein, damit ihr wisst, von was ich rede. Und diese Dinger sollen als Mods rauskommen, die wir dann an verschiedene Autos anbringen können. Das Ganze könnte dann ungefähr so aussehen. Wahrscheinlich funktioniert das Ganze auch nur bei diesen Autos. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei einem Viersitzer dieser Waffenturm drauf passen könnte. So, und hier erzähle ich natürlich, was auch noch morgen in dem Update reinkommt. So, im nächsten Update, was morgen erscheint, bekommen wir die Woche 10. Zuerst fangen wir mit dem Silk Sonic Cup an. Der startet nämlich heute. Dort könnt ihr mitmachen, um den Bruno Mars Skin freizuschalten und im Anderson Pack. Ich habe im letzten Video gesagt, wie viele Punkte ihr dafür braucht. Aber ihr könnt auch nur 8 Punkte erreichen und ihr bekommt ein kostenloses Spray. Wenn wir schon beim Silk Sonic Cup und Bruno Mars sind, denn Bruno Mars als auch das Anderson Pack reagieren auf Kills, Leute, ja. Der Stil ist nämlich reaktiv. Ihr seht hier nämlich, bei einer Eliminierung sieht er so aus, bei 2 so, bei 3 so, bei 4 so und bei 5 hat er dann einen Ganzkörperanzug mit so Blüten halt drauf. So, dann haben wir einen Hotfix morgen. Dort werden wir auf jeden Fall 2 Waffen zurückbekommen. Einmal ein Revolver und die neue MP, die ich euch hier nochmal kurz einblende. Das werden wir morgen zu 100%ig bekommen. Und natürlich die Woche 10 Herausforderungen. Fortnite Chapter 3 Season 1 ist jetzt zu 60% fertig. Wir haben also mehr als die Hälfte geschafft. Und in 43 Tagen, also in gut einem Monat und 13 Tage, bekommen wir schon die nächste Season. Es geht so schnell, Mann. Zurzeit kann man nämlich im Replay-Modus, wenn man zu Tilted Towers geht, einen Finger hoch mit der Aufschrift Cold Train finden. Und das Ganze ist nicht nur ein Easter Egg, sondern eine Andeutung auf eine weitere Kollabo in Fortnite, denn Cold Train steht für den Charakter aus Gears of War. Und möglicherweise erhalten wir demnächst eine weitere Kooperation zu Fortnite x Gears of War. Was wir noch im Update bekommen könnten, sind zum Beispiel neue Valentinstag-Skins, Leute. Am 14. Februar ist es ja soweit. In genau einer Woche ist nämlich Valentinstag. Und dazu gibt es auch eine neue Spitzhacke, die wir kostenlos freischalten können. Und zwar diese Spitzhacke. Ich blende es euch natürlich hier mal ein. Sieht meiner Meinung nach sehr, sehr cool aus. Und man bekommt auch noch einen neuen Sticker. Und zwar dieses Herz mit einer Krone drauf. Und jetzt erzähle ich euch, wie ihr diese Spitzhacke und diese Sticker kostenlos freischalten könnt. Und zwar, Leute, findet ihr in der Videobeschreibung eine offizielle Epic Games Seite, denn dort kann man sich wieder für die Fortnite Mayhem registrieren. Beziehungsweise der nächste Fortnite Kreativwahnsinn. Meldet euch für den nächsten Wahnsinn an und erhaltet Belohnungen. Registriert euch ab dem 7. Februar 2022 um 15 Uhr, also wenn das Video schon online ist, könnt ihr euch registrieren. Ihr bekommt dann neue Herausforderungen und jeder, der Fortnite spielt, kann gewinnen. Zockt einfach die Kreativ-Wahnsinnsspiele und nutzt eure Chance. Ihr schaltet damit kosmetische Emotes bzw. Sticker frei. Es herrscht Liebe, indem ihr euch einfach auf der Website des Kreativ-Wahnsinns registriert, Leute. Also das Sticker bekommt ihr nur schon, wenn ihr euch bei Epic Games registriert. Und außerdem erhaltet ihr eine weitere Belohnung, und zwar die Spitzhacke Herzkeule, indem ihr mindestens 30 Minuten lang die Kreativ-Wahnsinn-Karte spielt. Und ihr könnt über das Kreativzentrum auf die Karte zugreifen oder alternativ auf diesen Link klicken. Und genau, ihr müsst dann einfach nur 30 Minuten Fortnite Kreativwahnsinn spielen und dann könnt ihr diese 2 Gegenstände kostenlos erhalten. Und jetzt kommen wir zu was richtig Coolem, denn Leute, ich bin nämlich auch dabei bei den Fortnite Kreativwahnsinn und ihr könnt die Chance haben, mit einem Lieblings-Fortnite-Creator zu spielen. Ihr könnt mit mir zusammen spielen. Alle, die gerne Deathruns im Kreativmodus spielen, jetzt könnt ihr zeigen, was ihr drauf habt. Wie schon gesagt, registriert euch auf der Webseite. Spielt die Kreativ-Wahnsinn-Karte, nehmt euren Versuch auf der Kreativ-Wahnsinn-Karte auf, wählt euren Lieblings-Creator, ladet euer Video auf YouTube hoch, teilt den Link zu eurem Video und eure Bestzeit auf der Webseite. Und vom 15. bis zum 22. Februar werden die eingereichten Videos durchgesehen, um die qualifizierten Teilnehmer zu ermitteln.
Lest euch die offiziellen Regeln für den Wettbewerb auf der Webseite des Kreativwahnsinns durch. Insgesamt über 100 Influencer aus aller Welt sind dabei, Leute. Ich bin zum Beispiel auch mit dabei. Und wir können dann zum Beispiel diesen Fortnite-Kreativwahnsinn zusammen gegen andere Creator spielen. Und wenn ich die besten Deathrun-Spieler gefunden habe, Leute, können wir uns qualifizieren. Und das Ganze ist vom 26. bis zum 27. Februar verfügbar. Dort können wir uns qualifizieren und das Finale findet dann am 12. März statt. Dort spielen die Spitzenteams jeder Region gegeneinander. Und hier seht ihr auch schon, wer bei Deutschland dabei ist. Natürlich Standardskill, SU, Fix, Lofty, Haystan, Seville, MBK und TutoTV, Leute. Da wählt ihr einfach euren Lieblingscreator aus. Wenn ihr dann auf der Seite seid, schickt das Ganze ein und ihr könnt dann mit mir zusammen zum Beispiel dort spielen oder mit anderen Creatoren. Vielleicht habt ihr auch einen anderen Creator, der euer Liebling ist. Kann natürlich auch sein. Ihr könnt kostenlose Gegenstände wieder freischalten und mit mir bei dem Fortnite-Kreativ-Wahnsinn mitmachen. Ich hoffe, dass mich jemand einträgt als Lieblingscreator. Ich hab schon Schiss. Und dann haben wir eine richtig geile Zeit. Das Ganze wird natürlich gelivestreamt. Und so kriegt ihr einfach easy peasy kostenlose Gegenstände und die Spitzhacke ist richtig geil. Das war's mit dem Video, Leute. So könnt ihr die kostenlosen neuen Gegenstände freischalten. Registriert euch bei Epic Games, so könnt ihr mit mir zusammen dort mitmachen, wenn ihr gut seid. Und ich freue mich auf euch. Benutzt den Creator Code Server, lasst ein Like da. Bis dann und ciao, ciao.